Applaus für Čech war das. Adi Hütter. Der Mann, der mit seinem Weitschuss damals das Salzburger Fußballwunder eingeleitet hat. Und da kommen jetzt Zuschauer aufs Spielfeld. Da spannt sich jetzt eine gefährliche Situation an. Der Unmut der Zuschauer entlädt sich hier, aber es scheint im Moment, dass man alles unter Kontrolle hat. Also hier scheint keine Aggression, soweit man das von hier sehen kann, vorzuherrschen. Es ist ganz einfach ein Protest der Anhänger gegen die Leistung von Rapid. Aber dennoch, die Polizei kommt jetzt aufs Feld, muss man umsichtig in dieser Phase handeln. Aber die Polizei scheint es da auch richtig ruhig anzugehen. Da gibt es keine übertriebene Hektik. Sie sehen es, das sind trainierte Einheiten, die sich in der Fanbetreuung sehr gut auskennen, sodass es nicht zu einer übertriebenen Hektik kommt, außer wenn es notwendig ist gegen aggressive Fans. Auch Andi Marek da dabei, der ja einen sehr guten Kontakt zu den Rapid-Fans hat. Die Hunde, hoffen wir, werden nicht vonnöten sein. Ja, das ist auch das Schöne, dass hier Schöttl in dieser Situation reden kann mit den Fans. Ja, das ist vielleicht auch ein bisschen eine österreichische Lösung, die nicht endet in Schlägereien, in totaler Aggression, die höchstens in einem Protest der Fans endet. Und Schöttl bleibt da auf der Seite, bis die letzten Fans wieder das Feld verlassen haben. Ernst Dokopil, ist diese Situation sicherlich alles andere denn angenehm. Ja, das Transparent sagt eigentlich alles. So, die Situation scheint sich weitgehend beruhigt zu haben. Ja, solange sich der Protest der Rapid-Fans auf Gesänge reduziert, ist es zu Recht. Wir wollen das Geld zurück, singen sie. Wir wollen Rapid sehen. Und dass die Anhänger mit der Leistung der Mannschaft nicht zufrieden sind, das liegt wohl klar auf der Hand nach dem Klarnullstand 0:4 gegen den GAK. Das war auch schon der Pausenstand. Aber man hat die knifflige Situation gut gelöst. Die Polizei ist mit dem rechten Augenmaß vorangegangen, unterstützt von Schöttl und dem Rapid-Sprecher Marek. Und so hat man aus dieser Situation keine eskalierende geschaffen. Und auch Schiedsrichter Manfred Schüttengruber sieht die Sache mit dem nötigen Augenmaß. Thank you.
So, der Einsatzleiter dürfte den Schiedsrichter mitgeteilt haben, dass soweit alles jetzt in Ordnung ist, dass die Fans vom Spielfeld weg sind, dass sie das Spielfeld verlassen haben. Die Grazer haben allen Grund zum Jubel. Auch sie hatten ja eine lange sportliche Durststrecke. Aber heute und wahrscheinlich auch in dieser Meisterschaft können sie auf ihre Mannschaft, auf den GRK stolz sein. Ja, an sich wäre Zeit, das Spiel abzupfeifen. Bringt niemanden mehr etwas, hier noch die paar Augenblicke da anzuhängen. Spiel ist entschieden, Fans sind unruhig und Schiedsrichter Manfred Schüttengruber macht das insofern geschickt, möchte die Spieler beim Spielausgang haben. Spiel endet mit einem klaren 4:0-Sieg des GAK. Kompliment an die Grazer. Wie gesagt, sehr gut gespielt, vor allem in der ersten Hälfte. Die zweite Hälfte, die war einfach nur vom ökonomischen Gedanken der Grazer getragen. Rapid konnte da nicht mehr nachsetzen. Konnte eigentlich nur ein größeres Debakel, eine höhere Niederlage verhindern. Und der Mann des Spiels war einfach Ronny Brunmeier, dem man gratulieren muss zu seiner Leistung. Der drei Tore erzielt hat, das erste schon in der zweiten Minute, dann in der 19. Minute, dann Ramos das 3:0, 26. und das 4:0 in der 33. Minute. Also er hält jetzt bei 10 Toren Ronny Brunmeier nach 6 Spielen. Also eine ganz ausgezeichnete Leistung und überhaupt Kompliment an die gesamte Mannschaft des GRKs, die sich sehr harmonisch präsentiert hat, die sich ballsicher, technisch stark und kreativ als auch laufstark gezeigt hat. Ronny Brunmeier hat im Verhältnis zu Roman Wallner eindeutig in dem heutigen Spiel die besseren Karten betreffend des Teameinsatzes. Und Teamchef Otto Baric wird sicherlich die Leistung von Ronny Brunmeier heute hier im Hanapi-Stadion zu würdigen wissen. Das war's von meiner Stelle hier. Ich sage danke fürs Zuhören und Zuschauen und ich gebe hinunter zu Rainer Pariasek. Auf Wiedersehen. Ja, und wir warten hier auf die Trainer für die ersten Stellungnahmen. Ernst Sokop ist gerade vorbeigegangen und hat gemeint, da gibt es noch eine Minute und er kommt dann zum Interview. Werner Gregoritsch, glaube ich, lässt sich draußen noch ein bisschen feiern von den Fans. Wir machen mal einen Blick auf die Tabelle. Nach diesem Spiel Rapid gegen GAK. Ein Spiel fehlt noch. Tirol führt mit 13 Punkten vor dem GAK. Tirol aber mit einem Spiel weniger. Die Torschützenliste, da führt ein Mann ganz überlegen. Ronny Brunmeier mit 10 Treffern. Akwo Ekpo mit 5. So, und bei mir ist jetzt der GAK-Trainer Werner Gregoritsch. Herzliche Gratulation zu diesem 4:0. Wie klingt das? 4:0 auswärts gegen Rapid gewonnen. Ja, zuerst freue ich mich natürlich, dass die Mannschaft so aufgespielt hat, vor allem erste Halbzeit. Aber es ist natürlich das, was zweite Halbzeit dann da abgelaufen ist, auch von den Fans. Ich glaube, dass das auch der Mannschaft von Rapid nicht fair gegenüber ist, weil die wollen sicher alles geben. Und ich bin überzeugt, dass diese Mannschaft heute natürlich durch diese schnellen Tore dann psychisch angeschlagen war. Aber ich glaube, dass also das die Rapidler nicht verdient haben, die Spieler. Das verwundert mich jetzt ein bisschen, dass Sie als erstes jetzt denken an die Rapid-Spieler, dass sie sich nicht solche Fans verdient haben. Weil ich generell an den Fußball denke, weil ich glaube, dass es für den österreichischen Fußball immer gut ist, wenn es gute Mannschaften gibt, gute Teams. Und ich habe vorher mit meinen Kollegen gesprochen, das ist nämlich ein Weg, den Rapid geht mit jungen Spielern, die bissig sind. Und wenn sowas passiert, dass man Tore bekommt, wir haben es selber erlebt gegen Innsbruck, wir waren dann auch irgendwo machtlos. Man versucht dann, man ist wie gelähmt, versucht das zu machen, aber es geht nicht. Und ich glaube auch gerade, dass man, wenn man dann erfolgreich ist oder auch in der Niederlage, muss man das sehr wohl richtig analysieren. Und ich glaube also, das haben sie die Spieler nicht verdient.
Wobei ich sagen muss, ein bisschen natürlich muss man schon auch verstehen, die Fans, die natürlich jetzt ein bisschen enttäuscht sind. Ja. Reden wir aber über Ihre Mannschaft, über diese. Ich finde es auch super, dass Rapid solche Fans hat, die alles geben und leidenschaftlich sind, so wie bei uns am GRK-Platz jetzt. Aber ich glaube trotzdem, dass die Spieler selbst, man macht solche Aktionen dann, wenn man glaubt, dass die Spieler nicht wollen, aber die haben sicher auch wollen. Reden wir über den GRK, reden wir zum Beispiel über den Ronny Brunmeier. Schauen wir uns einmal an, sein drittes Tor, das Tor zum 4:0. Es war ein Zaubertor. Würden Sie sagen, es ist der alte Spruch, wenn es läuft, dann läuft es? Das habe ich schon vorher gesagt beim Spiel. Solche Tore sieht man ganz selten, glaube ich. Das ist bei großen europäischen Ligen nicht oft der Fall. Und es ist natürlich wunderschön, dass den Spielern alles aufgeht. Da ist natürlich dann wunderschön, wenn man Trainer ist, wenn man Spieler ist, wenn man Fan ist. Aber ich sage nur einmal, wir müssen sehr konzentriert und solid weiterarbeiten. Und ich freue mich heute speziell für die erste Halbzeit. Das war wirklich ein super Fußball. Und ich hoffe, dass wir vernünftig weiterarbeiten und das dann auch in ähnlicher Weise weiter projizieren können. Wenn jetzt ein anderer Verein vermutlich aus dem Ausland kommt und sagt, er hätte Interesse an dem Ronny Brunmeier, wie viel müsste er auf den Tisch legen? Ich bin nicht der Sportdirektor Svetic oder der Präsident, aber wir haben alle ein Ziel, der GRK, und ich glaube, das war diese Aufbruchsstimmung, die dann durch den Präsidenten auch gekommen ist, dass wir eigentlich mit dem GRK sehr viel erreichen wollen. Und das, ich sage, wir sind auf einem guten Weg, und ich hoffe, dass der Ronny Brunmeier auch sehr wohl weiß, was er hier jetzt an dem GRK hat, und ich freue mich für ihn, und ich glaube, dass ich der Meinung bin, dass der Ronny auch weiß, was er beim GRK hat. Letzte Frage, warum hat der GRK in der zweiten Hälfte doch, sage ich mal, merkbar zwei Gänge zurückgeschalten? Ja, für mich war mir das Wichtige, weil wir eigentlich im Defensivbereich immer sehr viele Tore, unnötige Tore bekommen haben. Und ich habe den Auftrag gegeben, dass wir eigentlich zu Null spielen wollen und dass wir sehr konzentriert und in der Defensive agieren. Und das war eigentlich mein Ziel. Man muss auch eine gewisse Cleverness haben, wenn man sich nach vorne orientieren muss. Und das haben sie dann auch erfüllt. Und da muss ich dazu sagen, es haben einige Spieler wirklich auch sich nicht wohlgefühlt aufgrund dieser Ausschreitungen. Na gut, die waren aber schon fast am Ende. Ja, aber da ist ja dann unser Spielfluss ja auch dann praktisch dann gebrochen, nicht, mit der Situation. Nur generell ist es so, man muss dann zweite Halbzeit clever sein, dass man dann auch so einen Vorsprung drüber bringt. Okay, danke schön und nochmals Gratulation Ihnen und Ihrer Mannschaft. Ja, der Ernst Dokopil ist noch nicht hier. Wir können kurz einmal rausschauen. Die Fans sind nach wie vor auf den Tribünen. Und jetzt kommt auch Ernst Dokopil. Ja, sag einmal Dankeschön, dass Sie gekommen sind, trotz dieser, sag einmal, bitteren Stunde. Ja, 0:4 und das schon zur Pause. Wie ist so etwas möglich? Naja, es ist ja wohl möglich, wenn einer Mannschaft alles aufgeht, wenn jeder Angriff mit einem Tor abgeschlossen wird, wenn ein abgefälschter Schuss zu einem Stürmer kommt. Das verunsichert natürlich die gegnerische Mannschaft, natürlich. Und noch dazu haben dann die Fans gegen unsere eigene Mannschaft Stellung genommen. Das hat die jungen Spieler zusätzlich verunsichert und dann ist überhaupt nichts mehr gegangen. Haben Sie irgendein Fünkchen Verständnis auch für die Fans oder missbilligen Sie das komplett, das Verhalten? Oh, ich habe natürlich ein Fünkchen Verständnis, keine Frage, aber viele haben ihre Intelligenz bewiesen in diesem Spiel. Sie schreien einige Dinge rein, die absolut nicht korrekt sind. Und die Aktion, die sie gesetzt haben, das kann man eigentlich nur verurteilen. Ja, was wird der Verein machen? Wir können es uns ansehen. Wir haben ja nochmal das vorbereitet, als die Fans das Spielfeld gestürmt haben. Was kann der Verein jetzt machen, dass so etwas nicht mehr passiert? Denn ich nehme mal an, beim nächsten Heimspiel besteht die Gefahr wieder. Ja, ich habe keine Ahnung. Noch ein Wort. Jasic hat gegen Brunmeier gespielt. Brunmeier, der dreifache Torschütze. Sie haben ihn dann auch noch vorbeordert, haben in Schöttl reingetan. War das vielleicht doch eine Fehlentscheidung? Ja, natürlich. Er ist mit Brunmeier überhaupt nicht klargekommen, aber er ist der einzige Abwehrspieler, der von der Schnelligkeit her mit ihm mitkommen könnte. Das war der Gedankengang, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Jetzt hat die Wiener Austria gestern gewonnen, hat viel Selbstvertrauen oder zumindest ein bisschen Selbstvertrauen mit dem Sieg gegen Admira. Rapid heute, dieses 0:4, in einer Woche ist das Derby. Was bedeutet das für das Derby? Ja, das sind ganz schlechte Voraussetzungen für uns, aber wir haben das Europapokalspiel dazwischen und aufs Derby müssen wir uns noch nicht konzentrieren, sondern jetzt einmal auf den Europapokal. Okay, dann sage ich wenigstens alles Gute, toi 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 für das UEFA Cup-Spiel auswärts gegen Samar. Und da sind auch noch immer die Fans, und zwar die Fans von Rapid im Hanapi-Stadion. Sie ziehen es vor, jetzt einmal nicht abzuziehen, sondern noch im Stadion zu verbleiben. Bin neugierig, wie lange sie hier bleiben. Auf jeden Fall, sie sind sehr, sehr unzufrieden über die Leistung ihrer Mannschaft, über die Leistung von Rapid. Rapid verliert heute hier das Spiel gegen Liebherr GRK mit 0.
Ja, Hans, wir werden auf jeden Fall zurückkommen. Also da steht sicher fest, mit den Fans werden wir uns auf jeden Fall beidseitig noch unterhalten. Unsere Kollegen, die stehen ja vor Ort. Mal eine Frage vorweg gleich an den Herrn Kuhn. Was ist los eigentlich mit den Fans bei euch? Wie soll es bei Rapid wirklich weitergehen? Ich meine, Rapid lebt noch mehr als andere Clubs von den Fans, weil da weiß man, wie viel Potenzial hier eigentlich möglich gemacht werden kann. Wenn man es salopp ausdrückt, könnte man sagen, Rapid hat die Fans präpotent behandelt zuletzt. Sehen Sie das also von der Clubleitung her? Es gibt unglückliche Situationen, die dazu führen, dass eine Handvoll Fans, und wir sind froh und glücklich auf der einen Seite, dass wir wirklich tolle Fans haben, österreichweit wahrscheinlich die größte Fangemeinde, und eben solche Situationen, die eben so etwas herbeirufen, dass 5, 6 Fans, eine Handvoll, Phänomen der Gruppe auslöst. Phänomen der Gruppe hat es auch bei der Austria gegeben, auf das kommen wir später zurück. Ich höre gerade Regieanweisung, dass der Willi Weisch, Kollege, jetzt bei den Rapid-Fans steht. Schauen wir mal. Na, Austria-Fans sind ja da auch dabei. Also, geht schon los, Willi. Ja, wir haben natürlich Fans aus beiden Lagern bei uns versammelt, wobei Rapid ein bisschen in der Minderheit ist, weil die Ultras, die ja zuletzt in den negativen Schlagzeilen waren, die wollten nicht vors Mikrofon. Ja, der Herr schaut nicht sehr glücklich aus heute. Aber was sagen Sie? Man sagt immer, Rapid ist eine Religion, der Fan lebt nur für Rapid. Und wie lassen sich solche Aktionen wie in San Marino oder auch gegen den GRK mit solchen Sachen vereinbaren? Das lässt sich auf jeden Fall nicht entschuldigen, das ist überhaupt keine Frage. Aber die erste Aktion, was gegen GRK war, gleich am Anfang habe ich gesagt, ja, ist das okay. Aber wenn man nachher wieder rechnet, dass man 250.000 Schilling Strafe zahlen muss und was für Fanarbeit dahinter ist. Was ist eigentlich, was stellen sich die Fans vor, wenn der Andi Marika mal weg ist, wenn der Clemens, wie bei alle, die was eigentlich, wie die Fans arbeiten und jetzt spucken sie einen ins Gesicht und das ist ja rein nichts anderes. Ja, aber es ist doch immerhin ein Aufschrei der Fans, wenn es auch die Grenzen überschreitet. Heißt das, ja, wo ist der Hund begraben bei Rapid? Warum ist Rapid nicht mehr das, was es einmal war? Ich habe immer gesagt, also, lass doch den Trainer durch, hat mit dem Trainer sicher nichts zu tun. Aber ich sage, wie es bei GRK war, bei 1-0, ich sage, okay, das ist ein schnelles Tor gewesen. Bei 2-0 und er hat noch immer nicht reagiert. Also dann sage ich, Dokabil, bitte jetzt reagieren Sie einmal. Aber bitte nicht nur mit ihm austauschen, sondern vielleicht sollte er sich einmal selber austauschen. Na, wie schauen jetzt die Lösungsvorschläge konkret aus? Nützt es einfach nur, den Trainer auszutauschen, oder gibt es da nicht noch andere Missstände auch? Ich weiß ja nicht, ob sie das heutige Spiel gesehen haben, aber das erklärt eigentlich wieder alles. Nicht? Na, weil das ist ein Wahnsinn. Entweder ist ein Trainer überhaupt nicht vorhanden, weil wenn du sowas siehst, ein Austria, die was nicht, wir sind nicht das, was wir sind, der Austria ist auch nicht das, was er, und dass man das nicht schlagen kann, und dann hört sich alles auf. Das ist ein Wahnsinn. Also wir hoffen, dass Rapid bald wieder in die positiven Schlagzeilen kommt. Zurück einmal ins Studio und hören wir uns die Antworten der Verantwortlichen an. Ja, Werner Kuhn, also jetzt gleich direkt. Also wenn er sich nicht selbst austauschen kann, der Dokobil, wer müsste ihn dann austauschen nach den Statuten? Ich glaube, unter diesem Zeitaspekt, eine Trainerfrage eines Trainers, der einen Club über die letzten 6 Jahre in Serie, leider in Serie, 4-mal 2. Platz, 1-mal Meister und 3. jedes Jahr im Europacup, jetzt sage ich einmal gegen meinen Erzrivalen, jedes Mal den Derby Cup gewonnen hat, überstürzt und kurz eine Trainerfrage zu inszenieren, ist vielleicht auf der einen Seite an mich gerichtet die Frage nicht ganz richtig, aber meine persönliche Meinung dazu ist, bitte nicht den Stress kriegen jetzt der Trainerfrage, auch wieder das Phänomen der Gruppe, der Medien, all das möchte ich in Betracht setzen, wäre zu schnell. Aber Grundfrage trotzdem, komm auf das andere auch nochmal. Wer tauscht den Trainer aus, wenn er ausgetauscht gehört? Wer macht das laut den Statuten bei euch? Es ist sicher eine Entscheidung des Präsidiums. Also nicht der Manager? Nein. Wenn wir auf das zurückkommen, was die Fans gesagt haben, es ist das Thema Kommunikation. Es ist auch kritisiert worden, und das zu Recht, nicht nur von dem Herrn da jetzt, sondern von vielen anderen, dass die Kommunikation nicht passt. Hätte man nicht Ernst Dokobil besser beraten können in der Richtung, hätten denn vielleicht andere Worte leichteres bewirken können, ehrlichere Worte, offenere? Es sind unglückliche Situationen oder Äußerungen, zum Beispiel zur wirtschaftlichen Situation, wo auch das Präsidium unter Druck kommt. Diese Zahlen stimmen ganz einfach nicht. Dem Sport stehen bei uns 100 Millionen zur Verfügung. Im Konkreten zur Kampfmannschaft 85 Millionen. Und das führt zu einer Situation, die dann so interpretiert werden, dem Präsidium, das arbeitet, das ist da, aber lässt sich auch nicht durch solche Dinge unter Druck kommen lassen. Und ich glaube, mit dieser sportlichen Bilanz, und auch der Ernst Dokobil hat sich so verdienstlich für den Club gemacht, das wäre zu rasch, auf so etwas sofort zu reagieren.
Thema Austria. Haben Sie das besser in den Griff bekommen? Denn es hat ja bei Ihnen auch von Beginn weg furchtbar gekriselt mit den Fans. Gut, wir haben eine kritische Szene gehabt. Das war unmittelbar nach unserem Jubiläumsspiel gegen den FC Bayern. Wir haben eigentlich seit Jahren ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Fans aufgebaut. Wir sind meines Wissens der einzige Club, der mit einem namhaften Betrag, einer sechsstelligen Schillingssumme pro Jahr Fanfahrten zu den Auswärtsspielen fördert. Wir haben ein Fankuratorium installiert. Es gibt laufend Fanclub-Leitersitzungen, immer wieder mit Vertretern aus dem Management, mit Spielern, wo Probleme besprochen werden. Und einige der Herren, die eben jetzt im Horststadion stehen, kenne ich sehr gut in den letzten Wochen. Wir haben 4, 5 sehr gute Gesprächsrunden gehabt und sind jetzt wieder auf einer ganz tollen Basis und wollen das einfach gemeinsam schaffen. Und das haben wir geschafft und wir haben das heute gesehen. Die Choreografie war wunderbar. Und nicht nur heute, sondern auch zum Beispiel im Spiel gegen Ried, als wir mit 9 Mann noch ein Unentschieden erreicht haben, war das einfach der Funken, der auch von den Zuschauern gekommen ist. Und das darf man nicht vergessen. Fußball ohne Fans gibt es einfach nicht. Und das ist das ganz Entscheidende. Und da arbeiten wir eigentlich täglich daran. Und ich glaube im Moment sehr gut. Und Sie können die Herren fragen, es gibt eigentlich keine Probleme im Moment. Naja, Willi Weisch, wir sollten wirklich nachfragen, wie es denn da aussieht in der Richtung, ob denn die Austria-Fans wirklich so zufrieden sind, ob sich das jetzt alles abplaniert hat. Und noch die Frage, wie es denn eigentlich mit der Solidarität zum Beispiel zu den Rapid-Fans ausschaut. Ja, ich spiele den Ball gleich weiter zum ersten Fan, der neben mir steht. Könnt ihr euch solche Aktionen wie die der Rapid-Ultras vorstellen in eurem Bereich? Nein, eigentlich nicht, weil wie der Herr Magister Kretschmer schon gesagt hat, es wird besprochen alles intern und wir arbeiten weiter dran und wir sind stolz eigentlich, dass wir von diesem Verein so unterstützt werden und wir geben das natürlich am Spielfeld, beziehungsweise was vom Publikum herkommt, geben wir das den Spielern zurück. Heilt dieser Sieg gegen Rapid eigentlich heute alle Wunden oder einige zumindest? Hat es ja welche gegeben, oder? Ja, ein Derby-Sieg ist immer wichtig, in jeder Situation, wenn es 10. gegen 9. ist. Was kann man eigentlich verbessern bei der Austria, außer dem Tabellenplatz natürlich? Ich glaube, man hat gesehen, dass ein neuer Trainerstab mit einem neuen Spielsystem angefangen hat. Da muss man ein bisschen Geduld haben. Aber phasenweise ist das schon sehr guter Fußball. Und ich glaube, auch die Zusammenarbeit mit den Fans und mit dem Publikum hier im Stadion, das geht schon in die richtige Richtung, sodass jedes Heimspiel hier ein wirklich schönes Fest wird. Schaut eigentlich alles nach eitel Wonne aus bei der Austria. Jetzt frage ich noch einmal, freut euch das eigentlich, wenn ein Riesenwirbel bei Rapid ist? Ja, ich glaube, das ist das Problem von SK Rapid. Wir sind froh, dass wir eine Ruhe haben. Und so sollte es auch in Zukunft bleiben, was bei Rapid passiert, ist Rapid-Sache. Aufgefallen ist, dass heute die Mannschaft von Beginn an unterstützt wurde von den Fans. War das ein positives Zeichen? Von unseren Fans jetzt. Oder von Rapid-Fans. Von den Fans, von Ihnen? Ja, ich glaube, dass unsere Mannschaft immer von Anfang an unterstützt wird. Sicher hat Situationen gegeben, aber da brauchen wir jetzt nicht nachgrübeln. Und so wird es auch in Zukunft sein. Wir stehen 100% hinter der Mannschaft. Okay. Dankeschön für dieses Gespräch, auch an den etwas unglücklichen Herrn von Rapid und ich gebe damit wieder zurück ins Studio. Naja, so schnell kann es sich ändern. Also ich meine, ein Sieg mehr und bei der Austria scheint alles in Ordnung zu sein. Hinterfragen möchte ich das schon. Ich meine, glauben Sie, dass das jetzt Ruhe bleiben wird? Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, jetzt ruhig zu bleiben. Wir haben jetzt 9 Punkte. Wir haben vor der Saison ein ganz klares Saisonziel ausgegeben. Das ist die Erreichung eines internationalen Bewerbes. Da sind wir jetzt, wenn ich mir die Tabelle anschaue, quasi bis auf einen Punkt dran. Wir haben eine sehr junge Mannschaft und ich habe ein bisschen schmunzeln müssen, als in den letzten Tagen ich gelesen habe, Rapid baut eine junge Mannschaft auf. Wir haben heute die Mühe gemacht, vor dem Spiel die Startelf zu analysieren. Unsere hat ein Durchschnittsalter gehabt von 26,5 Jahren, Rapid war bei 28,9 Jahren. Das zeigt also, die junge Mannschaft bauen wir auf. Wir haben alle neuen Verpflichtungen, die wir getätigt haben, waren unter 25 Jahren. Und diese Mannschaft hat Potenzial und diese Mannschaft muss zusammenwachsen. Und es hat unglückliche Situationen gegeben. Wir waren 2x2:0 vorne, sowohl gegen Ried als auch gegen GAK. Wir haben in Salzburg einen Elfmeter vergeben. Aber es hilft nichts, wenn und aber. Faktum ist, wir haben heute 9 Punkte. Wir sind auf einem guten Weg und ich hoffe, wir können das am nächsten Samstag beim FC Kärnten fortsetzen. Ernst Dokopil hat so zufrieden ausgeschaut, nicht, dass mir das stören werde in irgendeiner Form, aber da steckt auch der Ansatzpunkt dahinter. Es wurde wirklich immer von so einer jungen Rapid-Mannschaft geredet, aber die waren tatsächlich nicht die Jüngsten. Die Spieler habe ich alle schon gesehen vor einem Jahr und manche auch länger, sogar die Jungen, also Sala und Wallner zum Beispiel betreffend. Und der andere war der Stamm an sich. Wir haben neue Zugänge, die wirklich sehr, sehr jung sind und das ist vielleicht aber eine Frage an den Herrn Dokopil, aber die Situation ist auch sportlich, hat es mir erst vor kurzem gesagt, wenn er in der Stammformation Ausfälle hat, 3, die ohne Form sind oder ein Verletzter, dann muss er auffüllen mit jungen Spielern
Und dann ist die Routine und die Stabilität nicht so gegeben. Viele Fans haben uns erzählt, Rapid-Fans, dass nach dem Spiel eigentlich der große Unmut in San Marino aufgetreten ist. Und zwar, weil man den Spielern gesagt hätte, sie sollen sich nicht verabschieden. Das hat die meisten furchtbar auf die Palme gebracht, denn immerhin haben die eine ganze Menge Geld ausgegeben für die Fahrt nach San Marino. Da sind ja immerhin eine Menge Leute mitgefahren. Wer hat tatsächlich den Spielern gesagt, sie sollen sich nicht verabschieden? Die Spieler behaupten, sie haben das nicht von alleine gemacht. Die Mannschaft verabschiedet sich immer. Aber eine Gruppe, das ist nicht nur die Mannschaft, der Betreuerstab ebenso, in einer Situation, wo auch Vorwürfe, auch Sprechchöre stattfinden, ist es nicht sehr einfach, auch wenn ein Spiel gewonnen wird, da sofort, sage ich einmal, mit einem Dankeschön Ja zu sagen. Aber sicher war das ein Anstoß und wenn ich es zurückdrehen könnte, dann sage ich, ist okay. Das Auf Wiederschauen sagen ist jedem freigestellt. Spieler werden manchmal auch beschimpft. Das ist nicht sehr angenehm, so eine Situation. Aber es hat auch Grenzen, wie Fans reagieren. Und dort wurde eine Spur über dem drüber reagiert. Also ich kann das alles nachvollziehen in irgendeiner Form. Aber irgendjemand muss ja gesagt haben, geht sich nicht verabschieden. War das eine kollektive Entscheidung oder war das eine Entscheidung, die irgendjemand von der Rapid, aus der Rapid-Führung oder Management vielleicht sogar gefällt hätte? Nein, also meines Wissens ist es nicht eine vorgegebene Situation gewesen. Man muss nur mehr auf das eingehen. Ich meine, die Fans haben eigentlich überreagiert, wie das passiert ist. Das heißt, ich war nicht vor Ort, aber die Kollegen haben mir das erzählt, auch von den Zeitungen. Und die waren der Meinung, dass das erst losgegangen sei, weil sich die Mannschaft nicht verabschiedet hat. Das war auch schon bei manchen anderen Spielen der Fall. Das heißt, wenn ein Fan so reagiert, dann muss ich es auch mit einer Grenze beurteilen. Was war vorher? Wie haben sich die Fans gegenüber der Mannschaft verhalten? Und es gab schon Einzelfälle, wo wirklich auch die Mannschaft sich einmal nicht verabschiedet hat oder ein Spieler sich nicht verabschiedet hat. Da ging, glaube ich, auch ein bisschen dieses Phänomen durch. Wann werden Sie das nächste Mal mit den Fans reden? Weiß man das schon? Wird es irgendjemand geben, der auf die Fans zugeht und sagt, so, setzen wir uns zusammen? Wir haben laufend Kontakt mit den Fans. Der Andi Marek und sein Team spricht wirklich immer mit ihnen. Und die Arbeit ist gut. Ich möchte das nicht so stehen lassen. Denn die Mannschaft ist positiv, verabschiedet sich bei den Fans immer, geht immer zu den Fans. Nur jetzt, in dieser Zeit der letzten 10 Tage, auf das muss man uns konzentrieren und beurteilen. Und da ist sicher auf beiden Seiten etwas passiert und das möchte ich nicht nur beim Club stehen lassen. Muss man nicht trotzdem seitens des Präsidiums oder seitens des Managements oder seitens des Sportdirektors doch auf die Fans zugehen? Ich meine, das wollte ich eben sagen, zuerst vorhin der Andi Marek bei allen Ehren, aber es müsste jemand von der Clubleitung kommen. Natürlich werden wir auch in diesem Zusammenhang auf die Fans zugehen.